Okay. Immer noch ganz lustig hier. Müssen den Geist aktivieren, nochmal probieren. Ist hart. Ist auf jeden Fall hart. Ein Schuss von den Viechern, ich bin tot. Wow. Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Hier habe ich 63. Kann ich 71 anziehen. Er ist immerhin eine Instanz, ne? Die sind schon ein bisschen stärker als gewöhnlich. Oh, wir sind schon bei der Runde. Ach, super. Ich habe extra diesen Vortex, das gibt mehr Schaden. Fressen alle Rennen raus. Wo haben die eigentlich deren Schwachstellen? Die müssen auch in der Mitte irgendwo sein. Da haben die gar keine. Perfekten Monster. Boah, Leute, mir geht die Munition aus. Oh, viel besser die Runde als gerade. Ja klar, teleportiert sie hoch oder was? Oh, viel besser als gerade. Boom. Der konnte einen wegstecken, ist immerhin 20. Gleich mal benutzen. Ist klar. Wow, wow, wow. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich mich verstecken kann. Da macht einer Piu. Dann ist Ende. Wow, das ist zu schwer. Das ist viel zu hart. Wenn wenigstens mehr Hüter werden. Nicht aufgeben, das können wir packen. Bisschen Überlebenskünstler spielen. Warum dauert das eigentlich so lange, bis ich das aktivieren kann? Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Mein Gott, wenn die Viecher nicht wären, die uns bei einem Schuss killen. Durch den Schaden, also Wahnsinn. Ay, caramba. Doch vielleicht mal Impulsgewehr. Habe ich hier 101. Der verdeckt seine Schadstelle. Unnormal krass, die Viecher. Das ist Wahnsinn. Keine Chance. Nur so viele Schüsse. Sauber. Sache, dass immer einer zur Stelle, der wiederbeleben kann, und einer lenkt die irgendwie ab. Sind aber noch nicht mal das Problem, die kann man packen, aber die mit dem einen Schuss sind ein Problem. Shit. Sobald die auf einen gucken, kann man rennen. Haha, klar. Jetzt was? Ich wollte schon sagen. Kann ich mal rein? Irgendwelche Perlen gefunden? M
müssen auf die Viecher aufpassen. Hier ein lustiges Schuss. Oh mein Gott, das sind auch noch richtig starke. Oh, der hat ja noch. Oh, der hat den Fehler gemacht. Ich weiß, wenn das Vieh mich trifft, ist Game Over für mich. Ja. Komm schon, belebt mich wieder. Damit ich retten kann. Er macht die nämlich gut fertig alleine. Ich komm schon. Hauptsache, wir sind alle drin. Ihn hier unterstützen. Ja, der macht die gut alleine fertig. Obwohl, es war ein Level 20er dabei. Ah, da unten ist nur einer. Ja, ja. Nur noch vor uns. Hoffentlich verreckt der 20er nicht. Dann haben wir ein ganz dummes Problem. Wie viele von denen. Gut. Und am Ende explodiert das Teil sogar noch. Oh, sollten wir es wirklich packen? Neue Runde. Oh, das ist echt knackig. Wir waren nur beim letzten Boss. Fusionsgewehr. Oh, wer zum Teufel? Schild, ne? Und diese Dauerbefeuerung. Wahnsinn, diese Viecher. Oh, gib dir gleich immun. Blatt? Okay. Holy shit. Wir sollten los. Na Gott sei Dank. Bisschen Munition einsammeln. Puh, hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es gepackt. Empfange gefallenen Signale. Sie stellen den Archonpriester wieder her. Wir müssen uns beeilen. Dürfen wir sowieso 100%ig bekämpfen. Oh, wir kriegen Gefährte. Ob wir uns kurz ihre Moskitos ausleihen dürfen? So, aber hallo. Zum Glück machen die eine Menge Tonne Schaden. So, diese bepissten Goblins nutzen. Okay, die machen doch ziemlich viel Schaden. Ja, der blockt doch nicht so kacke. Gut, ich hätte auch ein bisschen Abstand nehmen können. Ja, eigentlich kann ich zurückgehen und mein Ding wechseln. Ich fliege sonst in der Luft. Und werde ich auch tun. Nie blöd. Oh, jetzt sehe ich schon wieder so komisch bunt aus. Gerade grün, richtig blau. Macht, glaube ich, das Licht. Ja, lustig auch. Vaporisiere, wie auch immer.
Da oben ein dickes Vieh, hier unten ein dickes Vieh. What the hell? Komm schon. Der wird ein Brocken. Eigentlich dürfen wir gar nicht vorgehen, wir haben kaum Platz, uns hier zu bewegen. Krass, wie ich nicht getroffen wurde. Wir sind ein paar Schüsse sitzen. So krank. Cool. Dämliche Goblins. Holy shit, ey. Langsam räumen wir den Weg. Langsam. Warten, dass sich ein Schild dreht. Leute, nicht auf einem Platz. Immer ein guter Freund. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir sollten die Zeit einfach abwarten. Mein Moskito geht noch. Das sind noch zwei von denen. Cool. 55 Erfahrung. So. Ja. Ich muss da hoch. Goddammit. Wie komme ich hier hoch? Muss ich eben zu helfen wissen als Warlock. Man findet immer einen Weg. Die Logik-Sänger 2, ganz kurz gucken, die müssten stärker sein als meine Schüchen. 51, 47, Tatsache nicht. No, no. Wir sollten aus der Ecke rausgehen, ganz dringend. Aus dem Gefängnis der Alten. Der Archon-Priester ist noch dort. Der ist nicht episch, dieser Minotaurus. Oder wie auch immer man die gelben Viecher nennt. Der schiert uns klein, und dann war's das. So, hau ich schon mal ab von der Gruppe. Gut. Gut verreckt. Na, wo ist der Captain? Aber jetzt von jeder Ecke. Geh weg von mir! Taktisches Wiederbeleben. Den jagen wir jetzt auf jeden Fall. Das letzte ist, was wir tun. Super duper awesome. Kommt man auch mal so ein bisschen zu Glimmer, das schnell verschwindet. Dachte ich mir schon. Muss ein bisschen wämsen. Aber keine erledigt, komischerweise. Die sind da gerade gespawnt, wo ich war. Keine Überlebenschance. Oh, du bist tapfer. Ich muss jetzt mal hier weg.
Stimmt, diese Kugel nutzen. Das kann knapp werden. Noch einen überlebe ich nicht. Einfach wegfliegen. Warlocks sind da richtig, richtig gut. Oh nee, ne? Boah, das ist aber auch eine heftige Instanz. Wir sind nur zu dritt und sollen so viele Viecher erledigen, die so stark sind. Hammer. Tja, wenn wir noch einen hätten, der 20 wäre, dann wäre das ein bisschen besser. Mit mir ist das natürlich auch ein bisschen mies. Ein bisschen die Sniper hier erledigen. So, damit der nicht aus vom Weiten noch alle erledigen kann. Perfekt, so muss das laufen. Zwei Captain, ich glaube, die haben einen geraucht. Die wollen uns wirklich vernichten.